Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen heute als Cain. Yay. Einer meiner Lieblingscharaktere. Curse of the Unknown ist erstmal ein Insta-Reset. Normaler erster Floor, perfekt. Okay, Seed. DLTZGQAP. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, starten wir mal. Hauen wir noch schnell den Lucky Foot rein. Ja. Und beginnen die heutige Runde. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hatte ich letzte Woche ein paar kleine Internetprobleme. Das ging bis heute, also auch die Episode heute nehme ich erst heute auf. Hört sich jetzt im ersten Moment etwas verwirrend an, aber viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich das einmal pro Woche in einem großen Batzen mache. Und alles hochlade, weil Student und Uni und ouch, Rotherz-Damage und bla. Nur ging das leider nicht, weil ich keinen richtigen Internetzugang mehr hatte. Und so Pille war Puberty, das ist schon mal dumm gelaufen. Ein Eyeblob, hallo, hallo. Schalten wir dich erstmal aus. Noch eine Bombe eingesackt und unseren Boss bekämpft, die Widow. Okay. Jo, und dann zu näheren Infos. Wie erwähnt, kein Internetzugang, Batchaufnahme. Das dürfte sich jetzt soweit wieder alles geklärt haben. Deswegen gab es am Freitag, wie gesagt, gar keine Episode. Die Freitagsepisode gab es dann gestern. Ich schau mal, ob ich heute oder morgen zwei Episoden rausfeuere, damit ich auf mein Wochenpensum komme von fünf Runden. Oder fünf Episoden. Im nicht ganz so Optimalfall. Ja. Gleich haben wir die Widow auch erledigt. Das war die Widow. Jetzt fehlen noch die Spinne und die Nubbins. Okay. Und okay. Ah, so close. Okay. Und die letzte Spinne. Cat O9 Tails, Shot Speed Upgrade, Damage Upgrade. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Shot Speed muss zwar nicht sein, aber Damage Upgrades sind immer sehr willkommen. Und dann gucken wir mal hier oben. Okay. Stem Cells, HP Upgrade. Finde ich auch mal gar nicht so verkehrt, weil HP Upgrade. War das ein Tinted Rock? Nein, war es nicht. Okay. Dann gucken wir mal noch schnell hier unten. Curse Room technisch und so. Ich hatte recht. Schön. Jo, ansonsten gibt's nicht viel zu erzählen. Die Woche fangen neue Serien an, mal wieder. Whoop, Spirit Hearts. Und ein Deal. Contract from below. Gerne. Verdoppelt alle Drops, die wir bekommen. Sorgt allerdings auch dafür, dass wir eine relativ hohe Chance haben, Double Trouble Boss Rooms zu bekommen. Aber das macht ja nichts. Wenn wir jetzt noch die Red Hand und Guppy's Tail finden, ist es relativ sicher, dass wir Guppy werden. Ja. Okay, das war knapp, aber wir haben es überstanden. Ja. Okay. Wir arbeiten uns vor. Wupp, bisschen ausweichen. Yep. Kommt schon Spinnen. Ja. Fehlt noch eine große und dann haben wir es hinter uns. Und bekommen zwei Schlüssel. Vielen Dank, Contract from below. Ouch. Dang it. Oh, Tinted Rock. Ja, dann schnappen wir uns den auch gleich noch. Boink. Goldene Truhe. Mit Matchstick. Mehr Bombendrops. Okay, dann düsen wir jetzt auf den nächsten Floor.
dann kann ich jetzt eigentlich auch weitererzählen. Jetzt muss ich mich ja nicht mehr so sehr hier drauf konzentrieren. Wie erwähnt, neue Serien. Ich verrate noch nicht welche. Ich verrate auch noch nicht wann. Das liegt allerdings eher dran, dass ich nicht weiß, an welchen Tagen die rauskommt. Also dementsprechend... Okay, Curse Room. Das ist schon mal dumm gelaufen. Nee. Können wir zumindest in die Boss Trap mal reinschauen. Eine goldene Truhe, auch nicht so interessant. Kehren wir mal die Fettis hier drüben. Ansonsten... Ah ja, genau. Ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Jaco aktuell Ranked Salem-Folgen hochlädt. Die werden jetzt wohl zu einer Standardserie, wie es aussieht. So habe ich ihn zumindest verstanden, aber... Das soll ja auch mal vorkommen, dass ich da was falsch verstehe. Zwei Tooth Clubs, interessant. Jetzt haben wir erstmal zwei, jetzt können wir nochmal verdoppeln. Infamy, hallo. Wir haben eine Chance, dass Projektile, die uns treffen, uns keinen Schaden zufügen. Okay. Wenn wir jetzt sowieso schon hier drüben sind, können wir uns eigentlich auch mal schnell die Rainbow Poop einverleiben. Full Health, schön. Hopp. Und, jo. Abgesehen von der Town of Salem Ranked, oh, kleinen Moment bitte. Ah, wie ich das hasse. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr die ganze Zeit einen Nieser in der Nase feststecken habt? Richtig ätzend. Naja, ach komm schon, das hätte ich sehr gerne, aber da komme ich leider nicht ran. Attack Fly. Distant Admiration, wenn ich mich nicht täusche. Noch ein Tinted Rock. Ja, Champions. Ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, so habe ich das neulich von Jaco gehört, hat er Don't Starve beendet. Woo! Das war knapp. Und... Jo, er hat sich einen Ersatz für Don't Starve ausgesucht und ist auch schon fleißig dabei aufzunehmen und am Hochladen. Wir müssen den ganzen Kram eigentlich sozusagen nur noch freischalten, nur sind wir jetzt gerade am besprechen, wann wir das Zeug denn ausstrahlen. Oh, wow, das war knapp. So, schnell den Puder gekillt, zurück zum Monstro. Okay... Gleich haben wir ein Platt. Das war Monstro. Ein HP-Upgrade. Lunch. Und natürlich, wie erwähnt, Infamy. Gucken, was der Deal anzubieten hat. Krampus. Nicht Krampus. Aber. The Mark. Und Gimpy. Und aus Prinzip Guppies Paw. So, der Reihenfolge nach, Guppies, The Mark, Damage Upgrade und ein Speed Upgrade. Gimpy, wenn wir getroffen werden, haben wir eine Chance... Spirit Herzen oder schwarze Herzen gedroppt zu bekommen. Dann hatten wir noch Guppies Paw, mit dem können wir einen roten Herzkanister in drei Spirit Herzen umwandeln. Und wir haben keine Bombendrops bekommen. Okay, das heißt, wir können jetzt hier nochmal die Tooth Clubs verwenden. Gucken wir mal. Tinted Rock. Bombe und ein Schlüssel. Ja, schon mal nicht ganz so optimal. Dann könnten wir jetzt eigentlich nochmal alle unsere Hoffnung da reinstecken, dass hier der Secret Room ist. Schade. Aber wir können die goldene Truhe öffnen. Mehr Kleingeld. Und unser Secret Room hat jetzt noch zwei Locations. Ja, tendenziell eher hier. Gucken wir mal. Yep. Golden Poop, mehr Kleingeld. Nein, falsch. Counterfeit Penny. Finde ich auch nicht allzu verkehrt. Okay,
dann düsen wir von hier aus jetzt nochmal schnell in den Shop. Spirit Hearts? Natürlich nicht. Okay, dann zahlen wir jetzt einfach noch einen Cent in die Donation Machine ein und verschwinden auf den nächsten Floor. Okay, einmal hier durch. Ganz kurz warten. Das Timing hier ist immer ein bisschen sehr fiddly. Und abwärts. Caves, Catacombs 1, Caves 1. Okay, hier kommt man schon mal nirgends dran. Mob Trap mit goldener Truhe. Ist es unter Umständen wert? Kann ich so noch nicht sagen. Rotes Feuer. 5 Cent. Noch eine goldene Truhe. Mit einer Spielkarte, die da ist, Justice. Von jedem Consumable einen Drop. Schön. Okay, der Raum hier gefällt mir nicht. Wenn mich einer von den Champions trifft. Uah! Nein, ich steckte fest. Verflucht. Dann resetten wir mal schnell. Wenn mich einer von den Champions trifft, bin ich tot, denn Champions verursachen ein volles Herz an Schaden. Okay. Wie nennen wir den Run? Einfach mal Deals. Okay, starten wir 9, wie immer, als Kane auf Hard mit dem Seed. 0S09T4WK. Und natürlich wie immer mit dem Lucky Foot. Oh. Okay, dann gucken wir mal hier oben. Wir haben einen XL-Floor und einen Maliboom. XL-Floor heißt, wir haben jetzt zwei Bosse und zwei Item-Rooms. Ja, ich auch nochmal schnell gelüncht. Da ist unser erster Item-Room. Whoop. Rück mir nicht so auf die Pelle, rote Spinne. Bro. Spider, please. Item Room ist Book of Revelations. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal ein Bandage Girl zusammen. Oh. Petrified Poop. Höhere Chance auf Drops aus Häufchen. Schnapp uns mal ein Spirit Hearts aus dem Book of Revelations. Und kämpfen jetzt auf jeden Fall garantiert gegen einen Retter der Apokalypse. Ja. Und jetzt hier ein paar Spinnen zu killen. Ja, bisschen ausweichen. Champion Puter, auch tot. Truhe mit rotes Herz und 2 Cent. Okay. Oh, wir haben einen Tinted Rock, stelle ich fest. Das einzige Problem ist, wir haben keine Bomben. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ah, verflucht. Okay. Muss ich nur alles leider ein bisschen sehr hin und her goaten. Okay. Ja. Keine Sorge, ich hab dich im Blick, Spinne. Okay, du bist auch tot. Jetzt fehlen hier noch die zwei kleinen Spinnchen. Und der letzte Puter da oben. Oder ist hier unten auch noch einer? Nee, ist nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Euch noch gekillt und dich noch gekillt. Halbes rotes Herz, keine Verwendung. So, dann ganz gemütlich mal alle Häufchen zerstören. Nicht primär wegen dem Geld, sondern vielleicht kriegt man ja auch eine Bombe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das möglich ist, dass man aus Häufchen auch Bomben kriegt. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. So. Du und du. Du, du. Und du. The Root Sandstorm. Und dann verschwinden wir mal nach da unten rechts. Bin ja schon neugierig. Balls of Steel, sehr schön. Zwei Spirit Hearts'en. Shit. Und Range Down. Muchas gracias.
Ja, dumm gelaufen. Aber nicht zu ändern. Gehen wir mal nach hier rechts. Okay, Mr. Moss. Fettis und Spinnen. Charge. Nugget tot, Rips tot, Schlüssel. Schade, noch keine Bombe. Pro Dodging. Noch eine Range Down Pille und Bobby Bomb, Homing Bomben. Ha. Ja. Ach Quatsch, nicht Homing Bombe, sondern Bobby Bomb. Ups. Hätte bedeutend besser laufen können, aber lässt sich nicht ändern. Okay. Dann killen wir die Häufchen. Hüpp und hüpp. Hey, noch ein Spirit Hearts. Schön. Deswegen Petrified Poop. Oh ja, Bomben. Nein. Wir haben jetzt zwar Bomben von Bobby Bomb bekommen, aber mehr Bomben schaden nie. Hüpp. Stirb. Hey, Spinne, Spinne. Dude. Okay. Dann Book of Revelation nennen wir nochmal. Noch ein schönes Spirit Hearts. Bombe für die Truhe. Truhe ist Bible Tracked. Faith Up. Können wir gerne mitnehmen. Dann düsen wir nochmal schnell hier hoch. Noch eins. Hier. Hier. Und hier. Schlüssel und eine Trollbombe aus der normalen Truhe und The Devil Karte aus dem Häufchen. Cool. Aus der goldenen Truhe. Aus dem Häufchen. Ja klar. Und wir haben zwei verschlossene Räume. Bist du der Shop? Du bist nicht der Shop. Satanic Bible. Hallo, hallo. Gefällt mir. Ja. Ach ja. Nee, wir sollten vielleicht doch lieber das Book of Revelations mitnehmen. Wie erwähnt, Bandage Girl und so. Und wir kämpfen gegen Famine. Hi, Famine. Ich bin mal nicht der Ansicht, dass ich hier unbedingt die The Devil-Karte benutzen muss. Mit Famine sollte ich auch so klarkommen. Na. Vorausgesetzt, ich kille die Puta recht zeitnah. Hey. Ja, jetzt ist Femme nur noch ein Kopf. Im Gegensatz zu Femme ist nur noch kopflos. Das wäre der Headless Horseman. Ja. Und das wäre Femme. Cube of Meat. Kein Bandage Girl und die Widow. Ja, wisst ihr was? Dann. Au. Develn wir einfach mal schnell. Scheiß Fliege. Ja. Das wäre die Widow. Das wäre der Nubbin. Safety Pin. So, ein Cube of Meat. Orbital. Blockiert genische Projektile. Fügt gegen einen Schaden zu. Und Safety Pin. Evil Up. Shot Speed Down. Und Range Up, glaube ich. Und Krampus. Hi Krampus. So ein Müll. Hoffentlich bekomme ich wenigstens nur den Lump of Coal und nicht Krampus Head. Ich muss's ja sagen, oder? Hallo Krampus Rage, bye Krampus Rage. Oh. Secret Room. Secret Room. Ups, Steine. Tendenziell hier. Nope. Dann. Hier. Hallo Secret Room. Drei Pillen. Explosive Diarrhea ist schon mal nicht optimal. Tiersap wiederum. Finde ich gut. Okay, jetzt haben wir ein paar Tiersupgrades. Schießen häufiger. Dann können wir eigentlich auf den nächsten Floor verschwinden. Yep, abwärts.
So, Entschuldigung, muss mich mal räuspern und mir mal die Nase kratzen. Curse of the Blind heißt, wir können die Items, die wir bekommen, nicht sehen. Das ist eine ziemlich beschissene Mob-Trap-Truhen technisch. Haben wir jetzt Anuswolken. Sollten wir hinkriegen. Ja. Wandviecher. Interessant, in der Mob-Trap habe ich die noch nicht gesehen. Und das wäre der Raum. Gucken wir mal hier unten. Nubbins. Und grüne Gasche. Auch das ist noch machbar. Rotes Herz, keine Verwendung. Und Keeper. Oh no. Dang it. Sie klauen unsere Jobs. Ausweichen. Also nicht unbedingt unsere Jobs, eher unser Kleingeld. Ist aber in der Konsequenz dasselbe. Ja. Und das wäre das. Dann schnappen wir uns ein neues Spirit Hearts. Die 2 Cent. Ja. Okay. Okay. Noch ein Schlüssel. Item Room? Nein. Aber mehr Malibooms. Hm. Da ist doch unser Boss. Ja. Und eine Truhe mit noch einer Pille. Balls of Steel. Hey, hey. Jetzt haben wir fast volles Leben und kämpfen gegen Pestilence. Machbar, Herr Nachbar. Whoop. Lief leider nicht ganz wie geplant gerade. Ah, shit. Die habe ich nicht kommen sehen. Die habe ich kommen sehen. Dude. Geht doch. Okay. Jetzt ist Pestilence ziemlich kopflos. Spawnt nur noch diese blöden Fliegen. Und schießt ganz selten mal so Bombengedöns. Und Cube of Meat Stufe 2. Und ein Deal mit 3 roten Truhen. Seriously? Na okay. Dann sind wir hier durch und brauchen unseren Item Room. Ich hoffe nur, wir laufen jetzt nicht Bob's Forts über den Weg. Bob's Brain, Explosive Forts, meine ich. Das wäre etwas kontraproduktiv. Aber nichts, was wir dagegen tun können. Okay, das könnte eklig werden. Mist. Stirb. Sehr gut. Du bist Explosive Diarrhea. Du bist Curse Room. Toll, dankeschön. Danke für nichts. Und ein blauer Larry Jr., der gibt uns gleich ganz gemütlich ein Spirit Hearts. Schönes Ding. Stellen wir mal schnell ein paar von den Häufchen. Das wäre Larry. Da gibt's einen Schlüssel. Dann zerstören wir mal die Bombe. Die Steine für die Truhe. Mehr Kleingeld. Shop ist jetzt eine Option. Dann Book of Revelation nennen wir mal. Spirit Hearts. Gehen wir kurz hier rüber. Ladung für Spacebar Item. Oh, fast wieder volles Leben. Und ein paar tote Nubbins. Das heißt, unser Item Room ist nach da oben weg. Okay. Das heißt allerdings auch, wir können jetzt erstmal gemütlich den Shop besuchen. Ja, gehen wir mal hin. Schauen wir mal rein. Stimmt ja, wir sehen ja nicht, welche Items wir kaufen. Fanny Pack. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, droppen wir irgendwelche Drops. Na gut. Nutzen wir wenigstens die Gelegenheit. Nutzen wir wenigstens die Gelegenheit und zahlen noch mal ein bisschen mehr Kleingeld in die Donation Machine ein. Und dann wollen wir doch mal schnell den Raum hier bestehen. Wupp. 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 Mehr Bomben, schön. Gehen wir doch erstmal nach oben. Falsche Entscheidung.
Und der letzte Green Gusher. Erwischt. Noch ein Schlüssel. Okay, das heißt, unser Item Room ist hier links. Da ist er. Bewacht von grünen Nubbins. Ja. Erwischt. Tarotkarte oder Spielkarte. Tür of Clubs. Verdoppelt unsere Bomben. Und Crack the Sky. Really? Mann, 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 Mann. Okay. Cube of Meat. Ich kann nicht mehr schreiben irgendwie. Versuchen wir das nochmal. Crack the Sky, Fanny Pack. Und zu guter Letzt die Satanic Bible. So, das waren alles die Sachen, die wir aufgehoben haben. Und verschwinden jetzt wohl auf den nächsten Floor. Okay. Dann los, mal schauen, was uns noch so erwartet. Ausweichen. Geradewegs durch und abwärts. So, Haves 2. Dang it. Okay. Trotzdem noch erwischt, trotzdem noch kein Rotherz-Damage genommen. Da wir schon gegen Krampus gekämpft haben, sollten wir auf dem Floor hier einen Deal bekommen. Du bist ja gerade mal radikal in die falsche Richtung gesprintet, geliebt Nugget. Naja. Sollten wir auf dem Floor hier trotz allem dann einen Deal bekommen, kann das kein Krampus sein. Das Thema haben wir jetzt durch vorerst. Ja, Spirit Hearts vom Book of Revelations natürlich. Okay, das war knapp. Und hätte uns ehrlich gesagt eigentlich treffen sollen. Und dann wäre der Raum hier auch abgeschlossen. Weiter nach links. Da ist auch schon unser Boss. Okay. Noch ein Schlüssel. Du bist Amnesia. Juhu. Und unser Boss ist mega fetti. Vielleicht sollte ich einfach mal Tour of Clubsen. Und mal meine Bobby-Bombs ein bisschen Arbeit machen lassen. Ey! Magic Mushroom, All Stats Upgrade, cool. Oh Mann. Bisschen ausweichen. Und Mega Fetti ist tot. Schönes Ding. Gibt's auch noch ein Range Upgrade. So. Und der Lipstick. So, und das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt mit dem All-Sets-Upgrade. Ist zwar auch ein Speed-Upgrade, ein leichtes, aber naja, wer wird sich schon beschweren? Hier oben waren keine Türen. Hier unten waren keine Türen. Schauen wir mal hier unten. Ultra Pride. Oh no. Au. Okay. Und da ist die Left Hand. Verwandelt so ziemlich jeden Truhendrop, den wir bekommen, in eine rote Truhe. Rote Truhen können Kamikaze fliegen. Feindliche Spinnen, Kamikaze Spinnen, Spirit Hearts, Trollbomben oder Guppy-Items beinhalten. Ja, da sieht man es ganz gut. Spirit Hearts bringt mir zwar nicht viel, weil ich sowieso fast volles Leben hatte. Au. Aber hey, wer wird sich denn schon beschweren? Ja, so viel dazu. Okay.
Wäre schön, wenn du ein bisschen stillhalten könntest, Larry Junior. Dankeschön. Schalten wir schnell die Häufchen alle aus. 5 Cent. 2 Drittel von dem, was wir für den Shop brauchen. Mehr Spirit-Herzen. Was geht denn heute ab hier? Nichts, was ich dagegen gerade tun konnte. Erstes Turret ist ausgeschaltet. Zweites Turret ausgeschaltet. Okay, wechseln wir mal schnell die Seite. Okay. Eternal Heart. HP Upgrade werden wir es mitkriegen auf den nächsten Floor. Und das war ziemlich ätzend, aber wir haben es überstanden. Jetzt haben wir auch wieder volles Leben. Gucken wir mal schnell hier rechts. Erstmal du. Dann ihr. Und zu guter Letzt du. Schlüssel, schönes Ding. Und ein ganzer Haufen Charger. Okay, eine Ladung für unser Spacebar-Item. Okay, und auch der Raum wäre überstanden. Die Ladung für Spacebar-Item. Können wir die wegschieben, wenn unser Item voll ist? Ja, können wir. Sehr gut. Okay, weiter nach rechts. Item Room? Nein. Eine Pille. Tears up. Like. Oh, und wie ich gerade sehe, Tinted Rock. Spirit Hearts. Ich habe den übrigens jetzt nicht wegen Spirit Hearts oder so aufgebombt, sondern nur, weil ich scharf bin auf eventuell den Small Rock. Okay, Item Room. Bum Friend. Nope. Und ein Self-Sacrifice Room. Mit einem Spirit Hearts. Krieg ich eine Truhe? Nö, anscheinend nicht. Okay, dann düsen wir mal ganz kurz hier durch. Joink. Und joink. Schnappen uns schon mal ein Spirit Hearts, um unser schwarzes Herz zu beschützen. Juckeln kurz hier rüber, holen uns das Eternal Heart und brauchen jetzt noch ein Spirit Hearts, wie zum Beispiel das dort, um auf dem nächsten Floor volles Leben zu haben. Oh. Okay, wie immer schnell alle Häufchen zerstören. Ja. Und abwärts. Oh, Curse of Darkness. Schalten wir mal ganz kurz die Map ein bisschen um. Ne, sieht man nicht gut genug. Autsch, dang it. Jupp, gerade das Secret Room ist schon mal schön. Und das war sehr, sehr, sehr gute Arbeit vom Cube of Meat, der gerade den gegnerischen Schuss aufgehalten hat. Dann Book of Revelations wir mal. Und zwar nicht wegen dem Spirit Hearts, sondern um den Kampf mit einem von den Reitern zu erzwingen. Und checken unseren Curse Room für Kamikaze-Spinnen und eine Trollbombe. Hm. Die Spinnen sind ganz cool. Jede verursacht das 2,5-fache eure Space Damage. Au. Okay. Das waren die Gazing Globins hier drüben. Halt. Au. Naja, Selbstläufer. Hallo, Herr Tinted Rock. Hm, mehr Spirit Herzen. Und unsere Pille ist Are You a Wizard? Au. Ich kann es nicht glauben, wir haben es geschafft, einen Gazing Globin während Are You a Wizard zu töten. Okay, wir haben sogar schon mehrere damit getötet. Wir haben einen kompletten Raum als Are You a Wizard gekillt. Woo. Ah, es ist weg. Au.
Das war gerade sehr interessant. Und das mit dem Drop gerade war Fanny Pack. Und unser Gegner ist War. Hallo War. Okay, Charge. Okay, und da ist er wieder. Du. Au. Als drauf da. Oh. War ist von seinem hohen Ross runter. Und War ist tot. Cube of Meat. Und ein Angel Room mit der Bibel. God fucking damn it. Weg damit. So, dann mal schnell The Bible. Und ein dritter Cube of Meat. Und dann gehen wir doch. Dang it! Mal eben spicken, was wir denn so im Item Room finden. Wenn wir denn den Item Room finden. Oh, komm mal nur nach hier unten. Whip. Whip. Au. Na los. Fehlt noch ein Geist. Okay. Geister alle tot. Noch ein Spirit Hearts. Und dann muss unser Item Room irgendwo hier sein. Gucken wir mal hier unten erst. Oh, Brimstone-Viecher. Nope. Glücklicherweise habe ich 1:1 damit gerechnet. Okay, und ein bisschen ein Bombenfliegen-Hollow, wie es aussieht. Au. Okay. Hollow ausgeschaltet, noch eine Bombe und Item Room. Au. Ich bleibe jetzt einfach mal ganz kurz hier rechts. Au. Ah. Dang it. Das war ziemlich knapp gerade. Balls of Steel, perfekt. Mehr Spirit Herzen. Und dann checken wir mal unseren Item Room. Fat Protector, big fan. Endlich haben wir einen neuen Orbital. Juhu. Ist ja nichts, als ob ich irgendwie Damage Upgrades oder so bräuchte. Alles okay. Hier gibt's noch einen Schlüssel. Dann würde ich fast vorschlagen. Oh, hier auch noch. Wir checken mal unseren Shop. Spirit Hearts. Die Pille war Range Down, ne? Ne, Explosive Diarrhea. Hm. Könnte noch praktisch werden. Dann zahlen wir noch mal ein bisschen Geld hier ein. Zerstören das Feuer. Hey, noch ein Cent. Und gucken mal noch schnell hier rechts. Self-Sacrifice Room. Bringt mir nicht viel. Und wenn wir das wollen, können wir dann noch mal hier rechts peilen. Okay. Ui. Knapp. Okay. Raum überstanden. Mob Trap. 3 rote Truhen. Wir waren schon im Deal, also bringt uns das hier nicht viel. Okay, dann mal schnell diese Dinger töten. Rotes Feuer 1 und 2. Und eine Blutbank. Näh. Nicht eminent interessant. Letzten Raum hier kann man noch schnell checken. Wir haben ein paar Hopper. Oder, nee, das waren Leaper. Floating Knights. Und verschwinden auf den nächsten Floor. Auf geht's. Oh. Bin ich ja mal gespannt, was uns noch so alles erwartet. Ich habe zwar keine hohen Überlebenschancen für den Run, aber. Wir werden ja sehen, was passiert. Sehe ich hier eigentlich noch irgendwo einen Tinted Rock? Nö. Okay. Dann mal schnell die Bible eintragen. Ach ne, hatten wir ja schon. Big Fan meinte ich.
Und wir kommen auf Necropolis 2. Dann checken wir doch erstmal den doppelt verschlossenen Raum hier. Spirit Hearts. Spirit Hearts und Broken Magnet. So wie es ausschaut, Curse of the Unknown. Ja. Oder Curse of the Blind, wie auch immer. Halt der, dass wir unsere... Autsch! Wisp, unsere Map nicht sehen. Au! Dich ausschalten und... Dich ausschalten? Waren das alle? Nee. Na, ah, da bist du. Raum abgeschlossen. Checken wir mal hier oben. 3 Cent, daher. Book of Revelations, Spirit Hearts und Reiter, wenn möglich. Und dann checken wir mal hier rechts. Autsch. Ja. Boomfly. An die rote Truhe kommen wir nicht ran. Hier waren wir schon, da waren wir schon. Gibt es hier links Türen? Ja, gibt es. Ja. Ja. Kennen wir die Tentakeln, die roten Feuer. Und suchen weiter. Ja. Kein schöner Raum. Okay. Ah, stuck. Verflucht. Fehlt nur noch er hier, wie es aussieht. Okay. Und als Belohnung bekommen wir auch noch radikal eine Trollbombe. Oh, und ein Spirit Herz. Joink. Schönes Ding. Wir kamen von unten rechts. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal hier oben. Upp, Tinted Rock. Spirit Hearts und eine große Trollbombe. Und eine normale Bombe natürlich. Und eine Donation Machine. So, wir sind jetzt etwas mehr als ein Viertel auf dem Weg für unsere 999 Cent. Au. Ja. Okay. Und auch das wäre abgeschlossen. Tinted Rocks? Nope. Gucken wir mal hier. Da ist unser Item Room. Hey, hey. Vierten und ein Haunt. Item Room. Gemini, Conjoined Friend. Ein weiterer Familiar. Das Interessante an Gemini ist, es ist ein Melee-Familiar. Also der Kollege hier zerstört das Gesicht von Gegnern, sozusagen. Whoop. Okay, machen wir Spirit Hearts. Brimstone-Viecher. Okay. Und dann suchen wir jetzt gemütlich unseren Boss. Wir waren noch nicht... Oh, ja, genau. Hier waren wir noch nicht. Gleicher Fetti. Keine Tinted Rocks, nur ein einarmiger Bandit, kein Interesse. Gehen wir mal schnell hier rüber. Brimstone-Viecher. Rote Truhe, Goathead. Hallo, hallo. Einer meiner Favoriten. Garantiert uns Deals am Ende eines jeden Floors. Zeitmäßig sind wir bei 30 Minuten, also kein Boss Rush. Tinted Rocks sehe ich nicht. Okay. Und okay. Oh, Spielkarte. Wheel of Fortune. Da ist einer, da ist einer. Und da sind auch nochmal zwei. Okay. Haben wir geschafft. Immer diese Floor Master da überall. Da ist unser
Boss und hier sind ein paar Brimstone-Viecher. Ups. Okay. Dann schnappen wir uns nochmal ein Spirit-Herz und sagen Hallo zu Mom. Upp. Moss. Upp, Fuß. Upp. Upp. Mehr Fuß. More Klotti. Upp. Puter. Noch ein Puter. Lotti, up, Fuß. Und. Jo! Checken wir erstmal den Angel Room. Lazarus Rags. Eternal Life? Fragezeichen. Zwei Spirit Herzen. Schön. Lazarus Rags, wenn wir einmal sterben, respawnen wir. Wieder mit vollem Leben, aber mehr Damage. Also volles Leben ist relativ. So, jetzt ist nur die Quizfrage. Was musste ich jetzt hier noch machen als Kane? Gehen wir nach Sheol. Würde ich vorschlagen. Joink. Okay, dann sind wir hier fertig. Und abwärts. In der Zwischenzeit. So, Sachen sind eingetragen. Willkommen in the Womb. Und das hier dürfte jetzt eine relativ kurze Angelegenheit werden insgesamt. Ja, dang it. Ich habe viel zu wenig Damage, um hier zu sein. Tapeworm. Okay. Dann ene mene mu. Und raus bist du. Okay, wir gehen nach unten. Nach unten war die falsche Idee. Meat Boy und Gemini sind doch recht effektiv, muss ich zugeben. Neue Tarotkarte für Hermit. Yep. Meat Boy, fauler Sack, mach mal was. Okay. Gucken wir hier. Okay, und auch das wäre überstanden. Okay, Curse Room. Show me your secrets. Oh, Pech gehabt. Gucken wir mal hier rechts. Okay, erstmal die zwei Augen ausgeschaltet. Das war schon mal die größte Gefahr für mich jetzt gerade zumindest. Haben wir noch ein paar LOL-Faces. Da war ich gerade irgendwie in der Wand stuck, glaube ich. Und das wäre der Part. Kommando nach links. Polycephalus. Okay, Polycephalus ist tot. Tapeworms sind hinüber. Trollbombe. Ab. Doppelgänger. Oh, den Tapeworm hatte ich übersehen. Rote Truhe mit einem Spirit Herz. Yay. Oh, beinahe in die Bombe gelaufen. Dann nutzen wir doch mal schnell die Gelegenheit. Sammeln die zwei roten Herzen. Und dieses rote Herz. Und gehen nach hier links. Okay, Spawn und Spuck. Schlüssel. Das könnte doch durchaus interessant werden jetzt noch. Leeches. Okay. Haben es aber noch überstanden. Self-Sacrifice-Room ist mir relativ schnuppe. Checken wir mal hier links. Ach, Doppellast, hallo.
Alles, was uns jetzt hier zu tun gilt, ist so ein bisschen im Kreis laufen und ein bisschen goaten. Unbekannte Pille. Pheromones, okay. Nicht gut, nicht schlecht. Nicht falsch, nicht recht. Schnell die Viecher, rote Truhe mit Kamikaze fliegen und Conquest. Stufe 4 Meat Boy Ahoy. Homing Tears. Es sei denn, wir bekommen jetzt hier gleich gemütlich das White Pony. Ja, dang it. Natürlich musst du abhauen. Oh. Pff. Oder so. White Pony, Flug, Ignore. Headless Baby. Wir sind ziemlich im Arsch, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, erstmal abwärts. White Pony und Headless Baby. Für die ganzen roten Truhen, die wir bekommen, ausgesprochen wenig Guppy-Items, nämlich gar keine. Okay, dann gehen wir mal nach hier links. Eyeblob. Klotties. Hunger. Falls ihr das Grummeln gerade im Hintergrund gehört habt, das war mein Magen, kein Haustier. Entschuldigung deswegen. Rote Truhe. Kamikaze spinnen. Ganz klasse. Ja. Okay. Noch ein Chub. Hallo Chub. Chub ist tot. Okay, was hast du anzubieten? Noch eine Donation Machine. Oh yeah. Immer rein damit. Machen wir noch schnell einen Gamble. Ups. Gamble lost. Andererseits, was soll's? Hup, Charge. Gehen wir mal schnell euch alle. Ja. Halbes rotes Herz, nochmal 5 Cent. Spirit Hearts und Fistula. Hallo Fistula. Meat Boy? Meat Boy, please. Du. Okay. Ah, da ist Meat Boy auf einmal wieder. Der war gerade etwas lost. Okay. Letzten zwei Stückchen Fistula. Erwischt. Hm. Hatten wir Idlifs schon gekillt? Ja, hatten wir. Perfekt, dann können wir jetzt einfach continuen und uns nach Sheol absetzen. Hallo Sheol. Jo, perfekt. Ich muss nur nochmal... Okay, muss ich nicht, mein Kaffee ist leer. Pech gehabt. Dann, ja, kennen wir jetzt Stan, hoffentlich. Hey, nochmal Fistula, wow. Ja, verflucht. Das war knapp. Zwei Schlüssel. Okay. Ausweichen. Okay. Dann haben wir auch den Raum überlebt. Habe ich nicht kommen sehen. Bombe und ein Schlüssel. Tinted Rocks sehe ich keine. Wir können ja mal darauf hoffen, dass hier irgendwo ein Retro Room auftaucht. Nope. Okay, dann können wir mal schnell euch. Noch ein Schlüssel. Mein Gott, was würde ich nur ohne die ganzen Schlüssel tun? Und ein Mega Fetti.
Yep. High Jump. High Jump. Was hat mir da gerade wehgetan? Okay, Lazarus Rex sind aktiv. Stirb. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Okay, entschuldigt, dann... muss ich mich nur mal kurz strecken. Und auf geht's. Hallo Stan. 21, 22, 23 Bombe. Boom. Dang it! Ja, Spirit Hearts, immerhin. Okay. Split. Bombe rein jucken. Okay, da ist der Charge. Nein, verflucht. Okay. Nochmal Charge und erwischt. Okay. Nein! Ah, Mann. Ich hab's kommen sehen, ich hab nicht mehr schnell genug reagiert. Aber okay, Pech gehabt. Jo, dann muss ich mir jetzt ja mal aktiv was überlegen. Wenn Isaac hier aktuell so die Troll-Engine raushängen lässt. Aber okay, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.